ich erstmal sagen, wir sind long im ersten Trade, meine Damen und Herren. 8:52 Uhr. Im ersten Trade gegenüber 15.781 liegt die Short Order. Meine Damen und Herren, es ist 8:44 Uhr, 13er Box, Blue Box, die wird favorisiert. Das heißt, wir gehen long bei 15.794, short bei 15.781 Zähler. Das ist der aktuelle Trade. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 27. August. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 8:36 Uhr. Wir traden heute, wie gesagt, mit angezogener Handbremse. Bleibt trotzdem der Eröffnungstrade. Ja, und wir sehen, wir sind dicht bei der Big Number. 15.800. Die werden wir hier jetzt aktiv einschalten mit einem geringen Risiko. Und ansonsten haben wir hier 14, 15, 29 gestern eine 16er Box, am Nachmittag eine 26er Box. Und gestern Vormittag ging es ja gut zur Sache. Wenn ich jetzt mal auf den 15-Minuten-Chart schaue, hatten wir gestern eine Trading Range von 133 Punkte. Der Tag davor hatten wir 93, 94 Punkte. Davor hatten wir nur 70 und davor hatten wir 137. Also wir sind immer noch im Urlaubsmodus, was die Volatilität hier betrifft. Kommen wir zu den Volaboxen. Auch hier heute kein erhöhtes Risiko. Wir werden mit der Volabox auch heute mit kleinem Risiko fahren. Ja, an dem Freitag gestern gab es einige Trades hier. Wir sehen es einmal hier, Big Number, und dann haben wir hier oben den, ja, sogenannten Hedge-Auflösungstrade gemacht von hier oben rein und haben den hier in den Gewinn gebracht. Dann haben wir hier die Bola-Boxen ein-, zweimal gemacht, denn hier noch einmal, dann war es Richtung Mittag und am Nachmittag sehen wir, gab es nur ein Trade hier, wenn man reingekommen ist, der dann im zweiten in den Gewinn gelaufen ist. Dann im frühen Abend war es diese Strecke hier. Wie sieht es aus heute? Wo kommt die Volabox voraussichtlich rein? Und wir sehen hier bei der Volabox, dass wir heute reinkommen bei ca. 15.823. 15.823. Und heute würde ich kein, wie gesagt, Hedge-Auflösungstrade machen. So, wir sehen auch hier im Bildrand eine 13er Box, eine Blue Box, die sich auf dem Minutenchart entwickelt. Würde die sich dann blau verfärben, würden wir die favorisieren. Okay, dann steigen wir ein mit unseren klassischen Rundumüberblick morgens. Fangen an wieder mit Ethereum, Daily Basis Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also Ethereum geht weiter Richtung, in den kurzen Zeitebenen Richtung Süden. Bitcoin liegt bei 47.000, auch hier Daily immer noch Long. 4 Stunden Short. Stunde Short sehen wir 30 Short, 15 und 5 Minuten sind wir Long. Wenn wir uns auf den 4-Stunden-Chart uns das anschauen und die Tiefs mit den Hochs verbinden, haben wir hier einmal diese Abwärtsbewegung 61,8. Hier hat er sehr schön gehalten und durchaus denkbar, dass wir hier weiter nach oben laufen. Ja, ansonsten haben wir dann wieder die 44.000er-Marke in dem Bitcoin, die dann eventuell der Game Changer ist für einen weiteren Short-Verlauf. Kleines Gap hier, das bei Bitcoin. Gehen wir weiter nach oben. Und fangen an bei dem Ups Dow Jones. Der Dow auf Daily Basis sind wir long, auf 4 Stunden knapp long.
Und das heißt, auf Stundenbasis sind wir short. 30 short, 15 sind wir long und 5 auch long. Also leichte Tendenz nach oben weiterhin in diesem Markt. S&P 500 Daily nach wie vor long. 4 Stunde long, Stunde short. 30 short, 15 long, 5 auch long. Auch hier auch weiter eine Tendenz nach oben. Nasdaq Technologiebörse, Entschuldigung, Daily Long, die Wochenkerze, Bullish, 4 Stunden Bullish, Stunden Short, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long, also ganz klar Long, Long, Long. Kommen wir zu Öl. Wir sehen Öl, wow, eine starke Wochenkerze hier. Eine starke Wochenkerze in Öl. Daily Basis nach wie vor short. 4 Stunden long. Stunde long. 30 long. 15. Also alles aktuell bis auf den Daily Chart sind wir dort long. Nehmen wir jetzt mal die letzten Spitzen und das Tief. Hier sehen wir auf diesem Niveau von 61,8 Retracement. Das wäre hier der Game Changer, denn in Richtung Long bin ich gespannt. Jetzt sind wir bei 50% Korrektur von diesem schnellen Abverkauf im Öl. Wechseln wir den Chart und gehen in Gold rein. Gold sind wir Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und da ist auch alle Long. Und kommen wir zu der DAX. Der DAX auf Daily Basis Long. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Aber wir sehen hier, das Gap. Hier sind wir nochmal bei 15,837. Ja, hier, das müsste eigentlich noch geschlossen werden. Hier die Zone, eine schöne Zielmarke, die man sich im Chart einbauen kann. 15,837. Macht das ein bisschen kleiner hier. Hier ist geschlossen. Also hier sind alle Felder geschlossen. So, könnte dahin die Tendenz kommen. Schauen wir mal. Und der 13er Box, die Blue noch nicht ist, Orange ist. Ja. Und wir haben jetzt eine Pending Box bei der Big Number. Geringes Risiko für alle, die jetzt noch mit dazugeschaltet haben. 8:44 Uhr.